Wenn man seit Beginn der Woche vor der Galerie am Domhof ein kräftiges Hämmern vernimmt, kann das nur einen Grund haben. Die alljährliche Werkstattwoche bildet Kinder und Jugendliche wieder zu wahren Künstlern aus. Bereits zum 25. Mal werden Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 19 Jahre während ihrer Sommerferien zu Bildhauern und Grafikern. Im Rahmen der Werkstattwoche kann man die jungen Künstler schon seit Montag vor der Zwickauer Galerie am Domhof beobachten. 1993 wurde dieser Kurs, die Werkstattwoche für Kinder und Jugendliche für Grafik und Malerei unseres Kunstvereins ins Leben gerufen, damals unter unserem Vorsitzenden Siegfried Wagner. Und das hat sich jetzt über die 25 Jahre etabliert und gut gehalten und sich immer mehr entwickelt. Es ist ja bekanntlich nicht immer leicht, Jugendliche in ihren wohlverdienten Ferien zu animieren, etwas zu tun. Umso größer war die Freude der Veranstalter über die zahlreichen Anmeldungen. In diesem Jahr bieten wir wieder zwei Kurse an. Einmal die Bildhauerei beim Sebastian Harbert und seiner Frau Jean-Bian Harbert und die Grafik bei der Annette Fritsch, die mit Holzschnitten arbeitet. In diesem Jahr sind es sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die sich hier verwirklichen. Eine Vielzahl von Anmeldungen in Zwickau, um Zwickau herum, wo wir uns sehr, sehr freuen. Und die Künstler haben schon gesagt, die Kinder sind toll bei der Sache und arbeiten sehr intensiv. Auch in diesem Jahr werden wieder die Kurse Bildhauerei und Druckgrafik angeboten. Der Künstler Sebastian Harbert und dessen Ehefrau Ziang unterstützen die Jugendlichen bei der Anfertigung ihrer eigens ausgewählten Skulpturen. Ob Schildkröte, mittelalterliches Wappen oder eine Hand, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Gleichzeitig entstehen unter Anleitung von Annette Fritsch Holzschnitte aus einem ganz gewissen Themenbereich. Die Frau Fritsch lässt im Moment Fabeln erarbeiten als Holzschnitt von Aesop. Die Prozedur ist ziemlich langwierig. Erstmal müssen sie die Fabeln lesen, die Kinder und Jugendlichen. Sie müssen sich per Skizze Gedanken machen. Dann kommt die Skizze auf ein Transparentpapier, wird übertragen auf das Holz, wo dann später geschnitten wird. Und dann bekommen die Kinder auch mit, was muss denn jetzt hell und dunkel sein. Also es ist ganz schön langwierig. Egal ob als Neuling oder als Wiederholungstäter, die jungen Künstler sind sichtlich von ihrer Arbeit begeistert. Mit großer Neugierde und Ambition tasteten sie sich an das Material Sandstein heran. Für Laien möge es aussehen wie ein einziger großer Stein, doch für Bildhauer ist es viel mehr. Dabei entstehen Kunstwerke aus Erlebnisbereichen wie Hobbys oder Interessen der Jugendlichen. Also ich mache einen Pferdekopf, weil ich selber ein Pflegepferd zu Hause habe und ich einfach schon seit 11 Jahren das Hobby betreibe und dann doch eine schöne Erinnerung dran haben will, wenn ich vielleicht mal älter bin. Wie unschwer zu erkennen ist, steckt viel harte Arbeit hinter den Werken. Wer sich aber selbst einmal ein Bild von den fertigen Kunststücken machen möchte, hat ab Freitag um 11 Uhr im Landgericht Zwickau die Möglichkeit dazu. Die Exponate können dann noch bis Ende der Sommerferien bewundert werden.